Yo, was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu Minecraft Dschungelkind Projekt. Ich habe eine Welt generiert, in der natürlich dann ein Dschungel vorkommt, ist ja ganz klar. Und zwar war das gar nicht so schwer. Ich habe höchstens 3 oder 4 Mal gebraucht oder so. Dann habe ich eine Welt gehabt, da habe ich gedacht, oh, die ist fresh. Die nehmen wir. Play drücken hier für den Timer. Da oben, wo ich jetzt gerade hinzeige, werde ich erstmal mein Häuschen dann bauen, mein Baumhaus, weil das ist ja ein Dschungelprojekt, also möchte ich auch im Dschungel bauen. So eine Art Baumhaus. Da werde ich mir wahrscheinlich aber auch noch so einen Redwood-Baum besorgen. Aus dem Twilight Forest, denke ich mal, am einfachsten. Dürfte auch nicht so schwer werden. Und da na, natürlich richtig krasses Haus bauen, aber gut, das sehen wir dann. Kommt drauf an, wie lange ich das auch... So, egal. Dazu kommt, dass diese Map richtig geil ist, ihr seht hier schon. Hier ist eigentlich alles, was man braucht, so zusammen. Ich habe hier unten direkt schon Villager-Dorf. Was sehr geil ist, erstmal, ich habe da ein bisschen Obsidian direkt an der Oberfläche. Hier sind direkt Dias. Ich habe, wie gesagt, ein Villager-Dorf, da kann ich mich erstmal vorübergehend einnisten. So für die ersten paar Dinger. Ich habe hier direkt Möhrchen gefunden. Das ist schon richtig krass. Dann kommt noch dabei, dieses Let's Play soll ein vegetarisches Let's Play werden. Das heißt, ich möchte keine Tiere essen. Ist, klingt ein bisschen dämlich und so. Aber das möchte ich gerne machen. Und darum mache ich das dann auch. Ganz einfach. So, dann pflanzen wir das hier nämlich direkt wieder neu an. Damit wir später auch wieder was haben. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal was zu essen. Das ist richtig, richtig geil. Ich finde das total genial hier. Also die Map gefällt mir richtig gut. So, warum mache ich das schon wieder? Eigentlich spielen wir ja schon Hexit. Hexit ist dann erstmal im Multiplayer abgebrochen, sagen wir mal. Oh, ich muss hier erstmal runterkommen wieder. Ist dann erstmal abgebrochen. Dafür werden wir wahrscheinlich im Multiplayer, also die Monster-Show bleibt bestehen. Die wird dann aber nicht mehr die Minecraft Hexit Monster-Show sein, sondern die Minecraft Tekkit Monster-Show. Weil wir das wahrscheinlich dann in Tekkit spielen werden. Also, es ruckelt aber noch ein bisschen hier. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil sich die Map noch neu generiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade völlig Latte. Ist das schon fertig? Nee. Ich glaube nicht. Ja, jetzt muss ich natürlich hier mit... Verpiss dich doch, Alter. Geh mir nicht auf den Sack. Jetzt muss ich mich hier mit den Villagern rumschlagen. Aber dafür habe ich momentan... Das Einzige, was die Spacken hier natürlich wieder nicht haben, sind Kartoffeln. Was ich eigentlich haben wollte. Aber egal. Wir haben auf jeden Fall schon mal Karottis, Kartoffelis, was weiß ich. Ja, weil ich habe in jedem unserer Minecraft-Projekte hatte ich als Ziel ach, scheiße. Egal. Hatte ich als Ziel ein rotes Chocobo zu farmen. Sind ja die roten, die alles können, ne? Die fliegen können und so. Ja, ich meine wohl. Hatte ich immer als Ziel, ein rotes Chocobo zu farmen und ich habe es nie geschafft. Ich hatte immer als Ziel... Oh, guck mal. Ich hatte immer als Ziel, alle Rüstungen zu bekommen, habe ich nie geschafft. Oh, cool. Das kann ich später alles gebrauchen. Jetzt im Moment noch nicht. Egal. Hau mal ab, Junge. Du sollst dich verpissen. Mann. Habe ich, wie gesagt, nie hinbekommen. Darum habe ich mir gedacht, wir spielen Tekkit dann einfach mal so. Im Multiplayer, da ist das wieder scheißegal, ob ich das sinnvoll mache oder nicht. Und im Hexit wollte ich jetzt endlich mal ein Let's Play machen. Ach ja, stimmt, ja, geht ja nicht. Wollte ich jetzt endlich mal ein Let's Play machen, wo ich auch zu ein bisschen was komme. Und jetzt geht auch noch die Minecraft-Musik an, sehe ich gerade. Da muss ich mal eben... Oh ne, falsch. Da muss ich mal eben in die Options und das ausmachen. Weil das will ich eigentlich nicht. Ich habe eine Playlist im Hintergrund, das ist aber nichts Besonderes. Das ist einfach nur so ein bisschen Gedudel, glaube ich. Ja, und dann mache ich halt jetzt ein Let's Play. Einfach nur, um das mal zu schaffen, weil ich habe das doch noch nie geschafft. Dann kann ich mir dabei auch Zeit lassen. Ich werde versuchen, oder ich werde diesmal wirklich, ich nehme mir das vor, nichts offscreen zu machen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas offscreen, wenn ich sage, ja, ich mache das mal eben offscreen,
dann passieren wieder tausend Sachen, die eigentlich viel besser hätten in der Aufnahme gemusst oder was weiß ich nicht, schlag mich tot. Und das ist einfach scheiße. Und darum, Mann, sollte ich das hier erstmal als mein Haus so nehmen? Ich weiß noch nicht. Ja, Betten könnte ich gebrauchen, aber ich glaube, die haben hier keine Betten, ne? Und der Spacken hier geht mir ein bisschen auf den Sack. Na gut, das hätte ich so machen können, aber egal. Ein paar Sticks. Ja, und ich werde halt nichts offscreen machen. Das ist natürlich, das hat, oh nein, ja. Das hat natürlich zur Folge, dass das manchmal ein bisschen langweilig werden könnte. Aber wo grabe ich mich denn jetzt mal eben am besten rein, um ein bisschen Stein erstmal zu bekommen? Hier irgendwo, ne? Hier gibt es bestimmt irgendwie Stein hinter. Siehste, läuft doch. Ja, und deswegen werde ich halt alles versuchen, wenn es irgendwie geht, in die Aufnahme zu packen. Das heißt, es wird nicht das spannendste Let's Play, aber wie gesagt, ich möchte das für mich selber schaffen, mal die Ziele, die ich mir vorgenommen habe, auch zu erreichen. Ich habe die Brightness natürlich auf volle Lutsche gestellt. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Stein suchen, damit wir uns Stein-Equip machen können. Und dann gleich erstmal wieder so das. Scheißegal, machen wir jetzt hier mit. Ich dachte jetzt eigentlich, kommen wir hier schon irgendwo raus, aber ist auch nicht so, ist egal. Wir haben erstmal ein bisschen Stein. Ich könnte Kohle gebrauchen. Ist hier nicht zufällig irgendwo Kohle? Ja gut, Stein brauchen wir auch, wie gesagt. War egal. So, Kohle brauchen wir für Sticks, Fackeln. Ich finde mich hier nicht zurecht in dem Kackdorf von euch, ihr Pisser. Was ist das denn hier? Ist das das Haus von gerade? Nee, ne? Ist ein anderes. Ja, ist ein anderes. Da liegt aber auch nur Scheiße drin. Dann machen wir uns jetzt nämlich erstmal Equip, Mann, bin ich behindert? Warum mache ich das die ganze Zeit so? Ja, eine Steinaxt. Eine Steinhoe. Kann man auch erstmal gebrauchen. Und ein Steinschwert. Dann sollten wir wirklich mal in irgendeins dieser Häuser einziehen. Und ich möchte eigentlich ganz gerne in dieses Haus hier einziehen, weil das ist schön. Ja. Dann setzen wir uns hier nämlich mal eben auch noch eine Kiste hin. Eine Doppelkiste brauchen wir eigentlich noch nicht. Erstmal eine einzelne. Hierhin, scheißegal. Da packen wir dann erstmal rein, was wir nicht brauchen. Seeds brauchen wir nicht. Erde, ja, nehmen wir mal mit. So, dann sortieren wir uns das hier ein bisschen, weil das so muss. Alles klar, läuft. Welches Haus ist das jetzt hier? Ich muss mir das merken, Alter. Ich komme hier nicht drauf klar. Hier war ich auch noch nicht drin gucken. Da gehen wir auch mal eben rein. Ah, da brauche ich einen Amboss für, um die Sachen zu verbinden irgendwie, ne? Da kann man sich bestimmt schon was Geiles draus bauen. Ne, warte mal. Oh, guck mal, hier sind schon jede Menge Schablonen. Das ist eigentlich ganz geil. Hiermit kann man das nicht... Wie war das denn nochmal? Ich weiß das schon nicht mehr. Ich glaube, da brauche ich einen Amboss. Ne, einen Amboss auch nicht. Wie war das denn? War das hiermit? Ne, damit machst du die Schablonen. Das ist einfach nur die Kiste dafür. Und das ist... Ach, guck. Mal eben gucken. Haben wir dafür hier schon vielleicht alles? Large. Warte mal. Für... Was willst du denn von mir? Für ein normales Schwert. Ist das hier? Steht da nicht bei, ne? Leider. Ja gut, aber das ist dasselbe, nur in grün mit anderen Dingern. Also da hätten wir zum Beispiel hier schon mal das. Das ist auch wieder was anderes. Ja, leck mich doch am Arsch, Alter. Wofür ist das denn dann? Hä? Ja, das wird wohl gehen. Aber dieses Rod-Ding da brauchen wir dann noch. Und es wird dunkel, siehste. Das ist nämlich das, wovor ich ein bisschen Angst hatte, weil ich habe auch noch kein Bett. Und ich glaube, hier gibt es auch keine Betten. Aber das macht nichts. Wir werden die erste Nacht bestimmt überleben.
Nachbar, mache ich den. Aber dieses Rod-Dingen finde ich nicht. Ja, die Villager gehen alle rein. Ich würde eigentlich ganz gerne draußen bleiben. Auch ich habe noch gar keine Rüstung, ne? Ist natürlich nicht so toll. Das Gute ist, dass der Spawn nicht weit weg ist. Wo ist der Eingang denn hiervon? Ist hier kein Eingang? Nee. Ich höre schon Skelette. Ich bräuchte eigentlich Spinnen. Jede Menge. Die Villager sind schlau. Die gehen direkt alle rein. Aber ich finde leider nicht das Richtige. Darum packe ich das erstmal hier rein. Scheißegal. Und sollen wir eine Runde fighten? Ich weiß nicht. Also wenn ich sterbe, ja gut, dann habe ich nicht so viel verloren. Mit dem Steinschwert und ohne Rüstung ist er natürlich relativ dumm. Könnte man sagen. Hi Hühner, ich nehme mal eure Eier mit. Direkt ein Creeper. Ich bräuchte Spinnen für Spinnenfäden, um mir daraus Wollblöcke zu bauen. Da haben wir auch schon eine. Jo Spinni, komm hier. Eine feine Spinne bist du. Aua. Ist natürlich nicht so clever. Ja, mit dem Steinschwert ist das so eine Sache. Ich kann jetzt auch gerade nicht sehen, was hinter mir ist. Aber das war schon mal nicht schlecht. Ein bisschen Erde bekommen. Und ich glaube nur einen. Zwei sogar. Und bekackte Blumen, die wir für nichts brauchen. Ja, theoretisch möchte ich die... Oh nein, das sind zu viele. Oh Gott, das werde ich nicht überleben. Nie im Leben. Oh Gott, jetzt backt das hier auch noch. Es lag, glaube ich. Warum greifen die mich denn nicht an? Seid ihr doof? Aha. Lauf, Schlampe, lauf! Nein, das ist ein Skelett. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht... Aua! Aua! Wat? Wer war das? Wer war das? Das Ding in hier? Du? Hau bloß ab, wenn du das warst. Yo! Ja, ihr merkt das schon. Ich bin nicht so der Pro. Aber ich wollte jetzt Spinnen... So viel Spinnenfäden kriege ich ja gar nicht jetzt, ey. Kannst du vergessen. Könnt's echt vergessen. Ist gar nicht machbar, glaube ich. Na, geh da rein. Geh doch da rein. Ja, ist eigentlich auch ein schickes Haus. Wenn wir größer. Nur, naja. Es ist, wie es ist. Es ist dunkel. Und ich müsste jetzt irgendwie die Nacht mit was Sinnvollem überbrücken. Kann ich aber nicht, weil ich auch nichts habe, um die Nacht sinnvoll zu überbrücken. Weil ich überhaupt nichts... Ich habe ja noch nichts. Und ich habe auch leider absolut keine Rüstung. Was machen wir da? Was machen wir da? Das ist natürlich nicht so toll. Jetzt, aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht rausgehen. Da sind mir viel zu viele Viecher draußen. Oh Mann. Oh. Scheiß drauf. YOLO. Wow. Aua. Aua, Skelette sind gerade nicht so erwünscht. Eigentlich. Ja, wie viele Spinnen müsste ich denn töten, um an... warte mal, wie viel brauchen wir denn? 27 Strings, ne? Und wie gesagt, das ist nun mal kein gutes Schwert. Aber also ich finde die Map ziemlich geil. Vielleicht finden wir ja ein paar Hexical-Blumen. Hexical-Dings. Oder heißen die doch so, ne? Ich meine wohl. Und Hühner möchte ich nicht töten, weil ich habe ja gesagt, ich mache... Oh, da guck, da ist eine. Ich mache das... Es wird ein vegetarisches Let's Play. Wir ernähren uns vegetarisch. Ja. Da sind jede Menge Zombies, ein Enderman, Skelette... Eigentlich bräuchte ich... Mein, ist echt ein bisschen laggy gerade, oder?
Komm, Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Hast du einen Samen? Ja, du Spacko. Mach dich kaputt, Junge. Ja, hast du davon. Erstmal wieder was futtern. Jede Menge Endermans. Scheiße, Mann. Ich habe euch nicht angeguckt. Geht mir nicht auf den Sack. Oh, oh. Bitte nicht, bitte nicht. Ich kann mich doch nicht wehren. Kann nicht mal langsam die Sonne aufgehen, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß. Toll, das Skelett hat mich auch gefixt. Töte den Zombie, nicht mich. Ja, genau. 140 HP hat der Spacko. Nee, ganz bestimmt nicht, ey. Fick dich. Wir rennen jetzt erstmal weit, weit weg. Weil damit legen wir uns jetzt nicht an. Da überlegen wir keine 10 Sekunden. Ich hoffe mal, dass der gleich weg ist. Was ist das? Ach, so ein Dings. Ja, was droppt sonst noch Strings? Nix, ne? Und ein Bett ist dann irgendwo. Das ist natürlich blöd. Wir brauchen wirklich... What? Oh. Strings. Aua. 5. Mann, ist das scheiße, ey. Ja, oder halt Schafe scheren. Ich habe ja aber auch keine Schafe gesehen. Und ich habe auch nichts, um die zu scheren. Darum... Ist das scheiße. Ist das... Guck mal, hier ist eine Fackel drin. Ja, genau, da steht auch noch einer direkt... vor der Tür. Du verarsch mich doch. Habt ihr gesehen? Da war auch ein Rahmenmob. Alter. Ja, am Arsch. Ne, ich beende jetzt die Folge und nächste Folge sehen wir mal, dass wir weiterkommen. Also, bis hierhin erstmal vielen Dank für Zuschauen und, ja, was soll ich sagen? Das war jetzt wirklich alles andere als eine spannende Folge, aber ist nicht so schlimm, weil das wird ja mit der Zeit immer besser. Ich habe im Moment noch nichts. Darum, was soll ich, kann ich nicht viel tun. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn ihr es geguckt habt oder so. Ja, bis zum nächsten Mal einfach und vielen Dank fürs Zuschauen. Schussen! Oh ne, warte mal. Muss ich natürlich auch die Folge beenden, sonst geht das nicht. Also ich bin das immer so gewöhnt, aber ist egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt aber. Schussen!